Herzlich willkommen zurück bei Dying Light. Ja, wir müssen uns jetzt hier irgendwie diese Schule einschleichen. Guck mal, das dürfte eigentlich nicht so schwer sein, nehme ich an. Was mag uns jetzt in der Schule erwarten? Ich habe beobachtet, wie Tahir und seine Männer eine ganze Menge Kisten aus der Schule abtransportiert haben. Was haben die vor? Ich habe auch gesehen, wie Tahir ein paar Zivilisten hinrichtete. Der Kerl ist ein skrupelloser Mörder. Ich werde mich nun in die Schule schleichen und dort hoffentlich Antizin finden. Das hoffe ich doch auch mal. Stellt sich mir die Frage, hast du drin zu? Okay, Jade, ich bin drin. Sieh in den Klassenzimmern nach. Sehr wahrscheinlich sind die Vorräte dort gelagert. Sie sind wahrscheinlich gekennzeichnet. Militärjargon ist ziemlich eindeutig. Sie sollten leicht zu finden sein. Ich habe Polizeigewehr sogar ausgerüstet einmal. Irgendwas Brauchbares? Nein. Ah ja, richtig. Wollen wir mal mitnehmen. Die Frage ist, wo?
So wie es hier drin aussieht, bezweifle ich ja fast, dass hier Lebende drin sind. Komme ich da runter? Da müssen wir rein. So. Wo ist jetzt hier eine Tür aufgegangen? Also ich höre doch hier Zombies. Irgendwas, wo ich heute Schneller, ihr faulen Säcke! Wir haben nur wenig Zeit und hier möchte ich nachts nun wirklich nicht erwischt werden. Hat einer von euch Idioten den Keller gesichert? Natürlich nicht, denn der Schlüssel ist ja noch hier. Reißt euch zusammen! Hast du eine Idee, wo wir jetzt dann hin müssen und einen Schlüssel holen müssen? Zur Hölle bist du! Was soll der Scheiß? Schalt den Alarm aus, sonst wimmelt es hier bald von Zombies. Wo denn? Hier ist jemand, der hier nicht hingehört. Findet und erledigt ihn. Oh. Dafür wirst du nicht! Oh, oh. Also ich finde es ja extrem mühsam, in dem Spiel gegen Menschen zu kämpfen. Die halten irgendwie übertriebenermaßen extrem viel aus. Schmeiß mit Granaten von mir. Sehr schön. Manchmal echt rar. Nein, jetzt bin ich falsch gelaufen. Nee. Ach, finde es nicht aus.
Na, komm her. Jade, bisher Fehlanzeige in Sachen Antizin. Wir müssen wohl mal über eine Alternative reden. Ich war aber noch nicht in Klassenzimmer C. Der Keller ist ziemlich groß. Finde den Schlüssel, wir sehen uns dann unten. Schlüssel? Das ist bestimmt der, oder? Ja. Ich heil mich mal. So viele Waffen noch dabei. Zerlegen wir mal. War doch noch irgendwas Schlechteres, oder? Ja. Zerlegen. Wie ist das so? 108. Dann nehme ich mal die Rakete mit. Und wie ist das Brecheisen? Na. 88, nee, das nehmen wir nicht mit. Na, kommt her. Super Schnuller. Scheiße, explodier, Hans. So, was ist jetzt da drin? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Stimmt alles voller Scheiße da unten. Ja. Ich glaube, ich werde mal vorsichtshalber hier noch ein Medkit machen. Und vorsichtshalber noch eins. Dann haben wir auf jeden Fall genug für das, was uns jetzt da unten erwartet wird. Geh weg! Brauch noch ein paar. Ah, ich hab noch 10. Was ist das? Oh, es ist Jade.
Kannst du mir hier mal helfen? Ja, klar. Du bist vielleicht ein Trampel. Steck doch gleich den Kopf aus der Tür und ruf. Hier sind wir. Kommt uns holen. Hey, man muss nicht immer alles komplizierter machen. Das ist nötig. Oh, Scheiße. Das ist Plastiksprengstoff, oder? Also, nimm das Zeug und geh zum Turm. Ich kümmere mich um die hier. Mach dich nicht lächerlich. Wir kämpfen gemeinsam. Und denen den Sprengstoff überlassen? Nein, geh. Ich mach das. Wir sehen uns dann im Turm. Versprich mir, dass du Rahim vom Nest fernhältst. Was? Natürlich. Versprochen. Und nun geh schon. Naja, das lief dann auch nicht so toll, ne? Mist. Jade und ich waren auf der Suche nach Antizin und haben stattdessen Sprengstoff gefunden. Jetzt müssen wir schnellstens hier weg, bevor Tahir zurückkommt. Außer Spesen nichts gewesen, leider. Och, und jetzt ist es noch. Na, da freue ich mich ja. Ja, und wie ich durch die Nacht komme, das zeige ich euch dann in der nächsten Folge. Macht es gut!